Wo geiseln wir denn jetzt? Auf Konsulat. Ich hätte ja raten sollen können. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Verwaltungsbüro. Hoho. Na, jetzt denk aber an ihn. Na, nimm Kaschle. Fenster. Ah, jetzt die Brenner aber traurig. Kugelsichere Kamera oder Dingens? Die was? Kontakt? Gesundheit? Bewegungsmelder. Ich werde Bewegungsmelder, glaube ich, nehmen. Wobei die kugelsichere Kamera mittlerweile drehen. Na eben. Na gut. Ja, vorher fand ich sie ziemlich sehr nutzlos und jetzt nicht mehr ganz so nutzlos. EMP, Stoß kannst du ja auch abgeben. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Achtung, Fuß weg, sonst macht's Aua. Platz das Holz schön weg. Das war bestimmt die groß angekündigte Kaschlebearbeitung von 2018. Gegnerdrohne hat Geisel lokalisiert. Stellung sichern und Angriff abwehren. Irgendwo hier am gelben Pinsel eine Drohne. Mann. Drohne, Drohne, Drohne. Klopft jemand deine Panzerplatte auf? Und auf geaced wird sie auch. Ich werfe den Köder! Beide, zwei gleich. Schockdrohne, du bist doch doof! Hab sie, eine. Zeit für doppelten Ärger! Guck's erst noch an. Fenster Süden hängt wer. Haupteingangsseite. Nur zu. Gott, oh Gott. Na! Ja. Der letzte Schockdrohnen nervt. Nein, die ist da hinten noch. Hab's da. Oh, der hat auf mich geschossen. Da jetzt sind zwei Programme weg. Da hängt einer am Fenster. Das ist die Twitch. Glaube ich. Und hier kommt jetzt auch einer. Ja, guck mal hin. Twitch tot. Fensterhänger, Haupteingangsseite. Seid sich noch wer, Haupteingangsseite? Seite immer noch her, Fenster. Noch 25. Eingesprungen. Ja, hab. Postdienstboten-Treppe. Ja. Kriegt noch Rot ab, der Kirchenmann.
weiß aber gar nicht, wie ich twitch da am Fenster. War schon drin und irgendwie nach links weg, aber ich habe trotzdem noch getroffen, ne? Twitch war es jetzt nicht. Die ist schon vorgestorben. Ja, oder Gegner halt. Irgendwas Fremdes. Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Wie ist alle Lust, du? Na, viel Zeit haben wir ja nicht. Viel zu tun. Jetzt krümel ich die kaum in der Station voll. Ja, genau. So muss das gehen. Drei Locken zu. Bleiben 10 Sekunden. Na komm schon. Noch 5 Sekunden. Razorblum geht raus. Die Position der Geisel ist sicher. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Klingt einer wie oben Automatentreppe. Also Automat. Eingangshalle. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Die rennen beim Automaten mindestens zwei drum. Der Hammermann. Fuse haben sie noch, der fuse die Garage rein. Gittergang ist, glaube ich, Luke offen. Und Lucy wurde davon gekillt. Der Gegner hat Sichtkontakt begangen. Ja. Was? Ich sehe nicht mehr so viel. Kann er das nicht verleben? Zum Kämpfen, nein. Aber man kam von der Raum. Wo guckt der denn hier mit der Kamera hin? Zugangssperre Küche. Nein, das lässt du da hängen. Blackbeard ging links rum. Kommt jetzt rechts. Ist down, ist down. Okay. Ein Gegner verbleibt. Oh, jetzt hör doch mal auf mit der Kamera, da so hin und her. Der Operator des eigenen Trupps. Wir sollen nicht mehr viel haben. 15 Sekunden noch. Kommt links. Mine, links. Ja, genau. Siegreich, alle Gegner eliminiert. Hier in der ersten Tür. Ja, nochmal in die Tür mit die Mine denkt, hey, da ist jemand drin. Nein, es muss der Hammer. Ich habe Schadedata hingelegt, deswegen. Ach so. Ich dachte schon, er wollte die Mine zerhämmern. Nein, ich hab das wär's ja gewesen. Ja. Ja, die haben Nomad.
Und Amaro. Pass mal auf, dass Nomad nicht gleich durchs Fenster gesprungen kommt. Huckepack auf Amaro. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Nicht Archiv, nicht Keller. Gucken, ob sie beim Visa-Büro sind. Offenbar Großraumbüro, was war das denn für ein Sprung? Ja. Hab kein böses Auge. 10 Sekunden. Hab keine Sekunden bis Einsatz. Mhm. Fragezeichen. Hoppala. Kaka. Eigentlich könnte ich ja bei dem Haupteingangsfenster reinfusen. Das ist. Na, vielleicht doch zuerst kann ich. Was, Meister? Kein Kopfschuss. Ich habe ihn auf jeden Fall beschossen. Werde er wohl nicht so schlecht getroffen haben. Fenster. Wir hocken zu zweit, jetzt einer im Konsulbüro, einer darunter. Klavier. Keine Assistenz. Einer wieder oben, beim Empfang. Konsulbüro. Letzter verbleibender Gegner. Brianna war zuletzt Wendeltreppe zu hören. Sie kommt, Warteraum, gelber Ping, Dienstbotentreppe jetzt. Oh. Kann man nicht rausspringen, Alter, das gibt's nicht. Ab aufs Dach mit dir. Wo ist hier der Punkt? Also? Da ist auch ein. Ja, da war ich letztens auch mit der Geisel. Oder war das der links? Ich glaube, das war der links. Puh. Maestro habe ich, glaube ich, noch bekommen. Oder schon einen. Irgendeinen hatte ich da im Treppenhaus bekommen. Er hatte so schwere Knochen. Wenn ich mich bei der kleinen Küche da oben das eine Fenster aufgesprengt und gleich rein, so zusammen. Kessel hat mich getroffen. Ich bin dann in den kleinen Raum gegenüber da reingesprintet. Mhm. Da war auch ein Loch drin. Ey. Könnte ich dann da gleich durch. Kessel wusste zwar, dass ich da war. Gleich durch in den Geiselraum oder erstmal ja. Vorraum? Okay. Na, ich bin vom Fenster gleich übergeschnitten zu dem Vorraum. Hm. Der Kühlschrank und so drin stand. Da war das Loch drin, so ein Geiselraum. Gleich wieder da. Kann ich jetzt böse Sachen erzählen? Gesundheit zum Beispiel. Hier hatten wir jetzt schon eine Bombe.
Jetzt aber zackig, 6 Sekunden noch. Das könnte nicht mal gewürfelt sein. Dann stimmt das vielleicht, dass man. Wobei Twitch hast ja in letzter Zeit oft gespielt, die letzten Abende, aber davor ja auch gerne mal, aber mit. Ah, die F2 hat so einen blöden Rückstoß. Soll ja seit dieser Operation, hat Serafina gelesen, so sein, dass beim Würfeln oder wenn man eben reinkommt in eine angeknabberte Partie und man nicht mehr auswählen kann, jemanden einfach bekommt, dass das sich nach den 5 meistgespielten Operatoren richtet. Und Serafina hat daraufhin mal, hat sie erzählt, Rekrut bekommen. Spielt immer alleine Rekrut. Es ist rausgekommen. Ja, dass der Rekrut gewürfelt wird, bekommst du es auch eher selten. Oder bisher noch gar nicht vorgekommen. Nö, habe ich auch zum ersten Mal gehört und gesehen. Bei den Angreifern müsste bei mir so Fuse Termites. Schon, da wird es schon schwierig sein. Ja, ich spiele immer unterschiedlich. Also. Bei den Verteidigern komme ich, glaube ich, auf 5. Alibi Maestro, Frau Frost, Karabschrau. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Ella. Ab und zu mal Mira, wenn es passt. Kein Kenner. Ja. Die Ella. Klingt nach Frau Frost, Mira Schrufflinde. Alibi. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Oh, ein Fragezeichen noch. Welche Schrotflinte ist das? Ah, da ist wieder so ein Typ dabei, der sich so schnell dreht. Gegen das Team. 10 Sekunden bis Einsatz. Das war die Error. Gibt ja auch ein Sheet, wo Twitch mit ihrer Shock-Drohne da Dauerfeuer geben kann. Ultra schnell schießen kann. Ich gehe mal zum Autozimmer. Vielleicht kriege ich ja 5 Kaunas. Und hast du schon? Ich rappel jetzt erstmal in den Karton. Jetzt schießen die drauf. Einer ist hier Kinderspielzimmer. 2 Girschmods kaputt. Genau da, wo du bist. Und uns wurde einer aus dem Schmettchen. Einer ist Küche, hinten Gang, Küche, Küche sage ich, Bad. Zum Rosa. Komm schon. Mina ist tot, der auch. Meine Drohne. Ella war eben bei mir hier unten. Bei dir unten Baumhaus? Nee. Ach, okay. Er ist immer noch wert. Ich hab die nicht rübergehen sehen, scheiße. Ich habe einen Ding! Erster Stock! Bist du im Wäscheraum, da wo du... Hinter dir! Hinter mir, was ist da? Da will ich jemand messern. Eigener Trupp getötet. Ich kam gerade rumgerannt, ey. Bist du da? Ja, die wollte messern, die ist richtig zugerannt. Mist. Auch zu spät. Ich hab die bei mir nicht rübergehen sehen, dass die links plötzlich standen.
Geht die Mira erstmal einen Stock weg tiefer in die Hocke und schießt mich von da. Nicht Keller. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Mach C. Nein, scheiße, ich hab's nicht mehr. Blöd eingeblieben. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Thermetisch oder erst rein, Fusen, geh weg. Sound. Den Behälter sichern. Razor Bloom, die haben die Brenner. Oh, oh, oh. Das klingt, als würde der mal rauskommen. Dann decke ich ihm ab. Ein riesiges, verdammtes Loch. Beide Außenwände offen. Die Mira haben sie nicht. Die Brenner ist tot, einmal Razor Bloom auch schon. Grischmod kaputt. Sicherung des Behälters beenden. Keine Munition! Ein Gegner verbleibt. Kein Razor Bloom. Den Biogefahrgutbehälter. Ah, Bad. Vigil. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Maestro oder Mira? Na, Maestro hatte ich hier unten geführt noch nie und Mira Doppelaußenfenster ist ja nicht mehr. Achso, aber trotzdem noch. Ja, aber ich habe uns mal genommen bei Bereich sichern, aber. Ja, also bei Bombe ganz klar, bei Zablos Bereich sichern, da bringt es nicht da, Fenster anzubringen zum Gymnastikraum, wenn er eh zerklopft. Hat Ubisoft ja verkackt. Sich da vorstellen und sagen, halt, stopp. Ich gehe mal in die Küche, back ein C4, was so groß ist wie der Boden von Gymnastikraum, dann kann ich es komplett auslegen. Dann sind sie schwarzen Spiegel sicher. Jetzt noch Parkett überlegen, damit das nicht auffällt, dass das ein riesen C4 ist und dann kann ich zünden, wenn jemand drin ist. Was ist verstärkt? Es bleiben noch 10 Sekunden. Das Auge auf Bordpunkten! Das böse Auge ist auf dem Dach. Die Wand ist verstärkt. Ja. Ja, das böse Auge auf dem Dach platziert. Schade, dass man sie nicht in der Decke platzieren kann, wenn man schon hier so weit oben ist. Bajim. Ah, da läuft was. Die Nock. Maverick brennt auf.
zwei Benjis und eine Brianna-Geschichte. Nein! Alter, ich werf das Nitro durch und das wird zerstört dadurch. Brianna haben sie noch. Mhm. Gemini kaputt. Was zum Wie denn? Oh, komplett. Ah! Nein, 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 nein! Oh, 8 Lebenspunkte! Garage, zwei sind. Boah. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Den Biogefahrgut wäre. Wie ein Tee offen. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ich habe mein Nitro durch die erste Ladung da von Ace geworfen, also nachdem das die erste Ladung gesprengt wurde. Wandner. Na, ich hab's durchgeworfen, durchs Loch geworfen. Dann lag es auf dem Boden so anderthalb Meter weg. Das ist genau in dem Moment zerstört worden, wo es an der Wand, also auf Höhe der Wand war. Beim Durchfliegen. Okay. Wo steht ein Gegner gerade drauf geschossen? Nee, geschossen hat keiner. Verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgut erstmal schützen. Ich lass meine Grischmod. Alles verstärkt. Danke, vielen Dank. Behälter gefunden. Nitro Handy. Ich spreche. Böses Auge platziert. Mhm. Toll. Wand gesichert. Mal Platz. Eine Willkommensmatte. Jetzt können Sie kommen. Sachen gibt's. Gott, Baumhaus, scheiße. Einer ist unten verletzt. Wie, ich sterbe jetzt weder lockt damit. Na toll. Kannst wieder hochkommen. Bin fast tot. Au, 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 au. Aber einer wurde aus dem Netzchen. Hinter Billard. Ach, da ein Gebäude. Scheibenkleister. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Sind da so hier automatische Ballrückgabe? Ne, ist ja Airhockey, okay. Hä? Ist aus wie Airhockey? Was? Haben wir da zwei Tische? Zwei. Da stehen, glaube ich, zwei Sachen drin. Ein Billard vorne und da, wo er jetzt war, Airhockey. Einer vom Gegnerteam wurde auch noch aus dem Match entfernt. Weil er zu schlecht war. Jetzt müsste da noch stehen, Spieler X hat das Spiel betreten.
haben die drei Drohnen da reingeworfen und die eine hast du, dann bin ich da raus. Lag da aber noch einer in der großen Tür und dann kam noch einer. In Summe bis zu 10 Stück. Eine Silo- und Twitch-Kameraszene auch noch. Das sind noch keine Drohnen. Geht aber, glaube ich, dazu. Ach so? Okay. Also Twitch müsste dazu zählen eigentlich. Dann könnte man ja bis zu 12 mindestens haben. Erstmal eine Runde Riesenrad fahren. Ich gehe brav beim Haupteingang rein. Ehemaliger Haupteingang? Komme ich nur der Spawn und beim Haupteingang hatte keinen kleinen Pfeil. Weiß auch nicht, so ein komischer Fall. Vielleicht weil da mehrere. Nee, sind bei mir mehrere Teetassen? Nö, ich bin alleine. Hätte jetzt gedacht, die Pfeile bedeuten, da spawnen mehrere, also mehr als einer, aber nö. Bei mir war so ein Pfeil und bei Autoscooter. Irgendein Pfeil. Komm, ich hab die Drohnen schon. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Nicht Drogen. Gut gemacht. Du meinst diesen kleinen Fall, die auf die Zahlen zeigen? Na, eher von den Zahlen weg. Zumindest ja, ganz rechts. Links auf die Zahl. Links von der Zahl auf die Zahl zeigen. Ach, du guckst gerade wieder mit 7. Haupteingang ist bei mir ein Fall. Also für mich. Oh Gott, Mats, sehen noch keine Drohne von mir weg. Beim Autoscooter. Moment. Okay, dann zeig doch auf die Zahl. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Aber warum nicht beim Haupteingang? Vision. Draufdrücken bringt nichts. Ah, ich will hier raus. Strom haben sie noch. Strom ist auch nicht gut. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Lade nach! Oh, Stacheldraht. Da ist jemand am gelben Ping, Vorsicht, Hocker. Genau, gelber Ping. Ja. Ah, sitzt zum Gong. Geh ich halt wieder. Da ist ja ein Laser. Ja, genau, Alter, ich wusste es, ey. Böses Mist hier, ey. Ich hab Infos über sie. Und sie war hinten im Haupteingang. Code wird eingefügt. Ein riesiges. Oh, die ist ja noch angeschossen. Immerhin aufgemacht für die Teamkollegen. Zug auf alle Kameras, ich kann es auch nicht wechseln. Gibt keine mehr, oder was? Komm nicht auf die anderen. Ich auch nicht.
Vielleicht sind sie schon alle kaputt. hier zum Ofen ist jemand gerannt. Nein, die Granate! Nach 18. Aber oh, was? Nur noch einer vom eigenen Punkt. Letzter verbleibender Gegner. 10 Sekunden übrig. Eigener Trupp neutralisiert. War der jetzt? Ach, in dem Thron. Ja, ich weiß, dass er da war, aber das. Ich hab den gerade nicht. Ich bin in ein Fenster reingesprungen und in genau dem Moment kommt Mozzi hinten Hauptengel raus aus dem Fenster. Daraufhin bin ich dann Richtung Haupteingang an den Drogen vorbei und habe eine Läsion um die Ecke schielen sehen im Gang. Nur stark beschossen. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Nicht Drogenvigil haben sie. Also irgendwo oben. Ja, oben können dazu mal schlafen. Mozzi-Kramkacke. Vigil hat meine Drohne gefunden. Das genau Käfer. Hat er zwei Drohnen. Er hat Taki, zwei, wir haben zwei. Taki P muss mal, wir haben gleich noch viel mehr. Muss mal Zugriff auf die Kameras bekommen. Mal gucken, wo die Dinger rumstehen. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Biogefahrgutbehälter. Irgendwas Ausländisches hat die gesprochen. Was macht? Sie ruft an. Brianna haben sie noch. Razor Bloom ging hoch. Nein, Mathe! Kacke! Geil! Will ich auch, will ich auch. Die ist bei mir. Bei dir, jetzt finde ich Kapkanmin. Boah, jetzt legt sie los, die Frau Frost. Mathe, ich hätte gern eine. Oh, die schafft das wirklich. Hallo? Mathe. Keine Mathe. Wir haben eingenommen, oder was? Ja. Kann ich mit. Ich könnte überlegen, kurz, ob ich draußen warte, weil die wird irgendwo draußen rumschwänzeln, aber. Nee. Ich hab nicht gewusst, dass die Frost haben, ey. Mhm. Ich hab nicht am Fenster geguckt, ey. Ist sich reingeschwingert oben, oder wie? Ja. Weil da war keiner. Dabei sind Matten an Fenstern oben schon ein bisschen schwierig für Frau Frost, weil da kann man, wenn man oben an dem Fenster hängt, die Dinger so echt sehen. Ja. Also ab sofort immer, wenn man am Fenster hängt und nicht weiß, wer Gegner ist, auf den Boden ballern und sagen, hier bin ich, Frau Frost. Dann kann sie nämlich noch schnell hin und eine Matte hinlegen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Bereit, jemanden abzulegen. Schädling in Stellung. Mein Gott. Drohne übernommen. Drohne übernommen. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter. Sagt das Mozzi Lee. Neue Drohne für uns.
Wand versteckt! Zielen muss der auch nicht. Wo willst du hin? Drohne hier. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Beschützt den Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Gott, gleich kommen die wieder mit Nomad auf Amaru an. Ich rufe meinen Begleiter. Bestimmt aus dem Keller. Twitch. Ups, Käfer zerquetscht. Ja, Scheiße. Floris. Ach Gott, gemeint. Da ist Floris Kack. Oh, schade. Drohnen hinter dir rein. Ach, Mann. Hätte ich auch oft drauf. Ja, er hatte noch eine. Die ist jetzt in die andere Richtung. Ja, ist weit weg. Dritter, oder? Ne, vier hat er jetzt weg. Kleine Mistkäfer, der. Da sind sie alle. Drei draußen vorm Lagerfenster. Immerhin nichts, was die bösen Augen ärgern kann. Also so gerätemäßig. Nein. Warten Sie. Ich stoppe die Blutung. Die Aria. Gleich der erste Hilfe. Nee, Blutung gestoppt. Noch 48. Was? Oh. Wie das denn? Scheiße. Hat noch weiter geschossen. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Wie Twitch mich getroffen haben kann, das frage ich mir auch schon wieder ein. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Zwei da, der Blitz und die Nomad. Die Nomad haben sie wirklich.
Die IQ. Ja, komm, genau, ey. Quatsch, Alter. Ja, er ist auch genau. Uff, Norris. Sprengladung wird gerecht für Magazine. Bei der Luke, wo du hinrennst, ist ein Nomad gewesen. Okay. Weißt du, ob da mehr sind? Nee. Über dir ist jetzt einer, pass auf, links ist er. Links ist er. Beschossen. Spritz, Spritz. Oder nicht? Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. War aber knapp. Ach hier, die Amaro-Schwingerin. Eine Partie spiele ich noch. Wir haben Schattenkleber im Team. Eine Mischung aus Schatten und Patex. Schlafzimmer? Ja. Barbecue auch nicht, das oben. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Okay. Schön, sehr nah. Soll ich dich da rausschubsen? Ich spring da rein, haut deine Drohne weg. Herabschau, oder? Weiß nicht, kann nichts mehr markieren. Jetzt wurdest du gemessert. Ich wurde auch noch erschossen direkt danach. Also, wird da jetzt noch jemand Treppe oder da direkt losballern können? Zusammen. Vor mir zumindest nicht, da muss jemand Treppe hoch sein. Oder Lesung könnte noch schnell ballern. Ich glaube, jetzt das. Weiter zu seiner Position. Wo ist die Kapschrauben? Unsicher. Ich lade nach. Schlade nach. Ich hab nichts mehr. Ich mach mal Schakal.
Was haben wir denn? Nein, es ist gestört. Es geht gleich raus, das ist ein Lutscher. Das sehe ich die beiden Türen nicht. Noch. Ja, Echo. Bandit Echo. Der letzte lebende Fragezeichen, Heinz. Oh. Läsion hier bei der Trommel ist jetzt T-Zimmer. Sie mir immer alles zerschießen müssen, ey. Machen. Ich weiß nicht, wie die das immer alle hören, ey. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Drohne fällt auch immer höher aus der Luft. Hauptschlafwandsitz 7 Meter. Na, vorhin 3-4. Nicht Haupt. Schlafzimmer. Barbecue wird lauter. Ja, Barbecue. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Alibi. Ah, da ist ja Alibi. Schießt schon dahin. Mitchell haben sie. Na, kennen wir schon. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sicher. Mitchell haben wir schon, kennen wir schon. Bringen wir um. Fragezeichen, Mann, Frau. Lade nach! Fleisch haben wir nicht mehr und es lutscht. Mist, ich hab da noch eine. Prisma zerstört. Frau Frost haben sie. Ah, scheiße. Sie ist Hauptschlafzimmer.
mit dem rosa Kopf. Wärmer. Öhrchen wärmer. Oh, was? Von wo denn? Da ist doch keine Wand zum Durch. Ach, oben, ja, komm. Lucy ist oben. Bei der Luke, Schminkzimmer? Ja. Oh, muss ich hin, weil sonst komme ich hier nicht rein. Worauf rast du? Ich darf jetzt identifiziert sein. Melusi upstairs. Den Behälter sichern. Wie auch da aus der. Beide da. Fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Wie können die denn immer so eine Scheiße überleben? Eigener Trupp wurde eliminiert. Oh, es kommt noch jemand nach. Nicht schlecht. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Jetzt stellt eine Batterie auf die Luke. Das macht er wirklich. Hat eine Batterie auf die Luke gestellt, der Bandit. Ich hab C4 bei mir. Oh, bin ich mehr weggekommen. Ich war schon beim Wegrennen. Toll, ey. Die haben IQ. No, Twitch. Nächste Magazin. Letzter verbleibender Gegner. Gegner eliminiert. Missionserfolg der eigenen Truppe. Jetzt sind die zu viert. Wie kann er das denn jetzt schon wieder überlebt haben, oder? Der Jäger. Ja. Wenn er so beschossen wurde. Eigentlich sind wir auch zu viert in der Dreiecksheinz. Der wird eh irgendeinen Scheiß machen. Jetzt nicht zwingend jemand umbringen, weil er hat ein Dreieck, aber vielleicht Geräte kaputt oder so. Schön, dass er sein Dreieck behalten durfte. Ja, wenn du hast auch ein Dreieck. Du hast auch ein Dreieck. Nee, habe ich nicht. Doch, im Icon von Thorn ist ein Dreieck. Nein. Eindeutig doch. Nein. Guck mal, der Bandit-Freund, Jäger, der hat Vierecke in seinem Spinnnetz. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen.
Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Mach keinen Scheiß, Kamerafrau. Wer ist der Erste? Kamera aktiviert. Verlege Stacheldraht. Nur noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Stacheldraht verlegt. Bug und IQ. Hammermann. Ah, sind schon zwei. Hat er hier ein Loch reingemacht, ist durch und es hat dann von der anderen Seite verstärkt, der Rekrut. Jetzt stirbt er. Jetzt fährt die Drohne wieder rum. Das sind zwei da oben. Zwei. Oh, ein Kopfschuss. Das ist ein Dritt oben. Zwei noch jetzt. Der Bug rennt erstmal an mich vorbei. Eins ins Ausstellungsbüro, beide einer Treppe. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Gelber Ping und Treppe. Irgendwie Luke offen oder so? Das kann ich nicht sagen. Die hat einen Fuse, der hat schwere Ladung, das könnte geklappt haben. Immer noch gelber Ping, Büro. Kamera kaputt. Wieder Büro. Luke ist offen, ja, die ist offen. Beide direkt über dir. Einer geht jetzt zur Luke. Hüpft jetzt runter. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Eigener Druck neutralisiert. Ja, klar. Und der sieht mich auch noch. Ey, das kann doch nicht sein. Woran ich hoffentlich denken werde in Zukunft, wenn jemand C4 auf mich schmeißt und allen voran, wenn es ein Rekrutspieler ist, nicht wegrennen, einfach zerschießen. Ich meine, wenn er mich weiter umbringen will, dann kann er das ja machen mit dem Kopfschuss, aber so hat er zumindest kein C4 mehr und kann damit nicht mehr nerven und ja, vielleicht habe ich auch Glück und er trifft nicht gut mit seinem Möchtegern-Kopfschussversuch. Dran denken, wenn C4 fliegt, lieber drauf schießen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.